Kommst du? Ja. Was soll ich denn in den Stuhl nehmen? Ja, Roland, komm mal rüber. Ja, es läuft. Schönen guten Tag. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute das letzte Video 2021. Echt krass, dass das Jahr schon wieder um ist. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist, aber gefühlt gehen die Jahre immer schneller rum. Also man hat letztes Jahr schon gesagt, morgen ging das Jahr schnell rum. Dieses Jahr ging definitiv noch mal schneller rum. Ja, bin ich bei dir. Aber warum? Warum ist das so? Weiß ich nicht. Zeit ist relativ. Wenn man Spaß hat, vergeht die Zeit schneller, Philipp. Das ist klar, aber ich überlege immer, ob man vielleicht, wenn man älter wird, weiß ich nicht, irgendwie in Anführungsstrichen mehr Geduld hat und deswegen die Zeit schneller vorbei ist, weil man nicht mehr so drauf achtet oder so. Weil als Kind war es ja gefühlt schon immer der Horror, wenn du 7 Minuten auf den Bus warten musstest. Ja, so, das ist auch heute noch. Oder so eine Schulstunde. Ich sag nur mal 45 Minuten in der Schule sitzen. Hm. Das war ja wirklich, ne? Und wie schnell gehen heute im Alltag 45 Minuten um? Ja. Das ist ja wirklich, ne? Egal, war ein mega geiles Jahr. Heute gibt es mal wieder unser Jahresabschlussvideo von diesem Jahr. Wir haben so ein paar Sachen zu bereden, was gut war, was schlecht war, was wir geschafft haben, was wir nicht geschafft haben. Und ich würde sagen, ich fange einfach mal an. Also wie jedes Jahr kriegt ihr als allererstes mal die harten Fakten hier auf den Tisch. Wir haben dieses Jahr tatsächlich inklusive diesem Video 158 Videos geschafft, die bei uns auf diesem Channel online sind. Ist nicht schlecht. Haben noch deutlich mehr geschafft. Allerdings die, die wirklich online sind, sind 158 Videos bei uns. Geht jetzt ja gerade zur Sekunde um diesen Channel. Jetzt muss man dazu sagen, das ist wirklich, wir haben es geschafft, ein ganzes Jahr durchgehend Dienstag, Donnerstag, Sonntag lückenlos Videos zu bringen. Ja. Keinmal ausgefallen. Ja. Wir haben zweimal einen Livestream gemacht oder dreimal. War allerdings nicht, weil wir kein Video hatten, sondern einfach, weil ich immer noch ein Fan von Livestreams bin. Das ist auch ein Punkt für nächstes Jahr. Da würde ich gerne öfter streamen. Anders streamen, habe noch keine Lösung dafür. Ist ein Punkt auf der To-Do-Liste seit Jahren. Müssen wir mal gucken, wie wir das machen, weil ich würde wirklich liebend gerne mit euch beim Schrauben streamen. Das wäre so mein Traum. Also wirklich statische Aufnahme, übertrieben gesagt, das Handy mit dem Saugnapf an die Motorhaube und Marius und ich ziehen den Motor raus und können einfach mit euch ein bisschen Scheiße labern. So, ja. Das wäre so mein Traum. Nur in guter Qualität halt auch mal und mit richtigem Ton und. Genau, richtigem Internet und so weiter. Da kommen wir später zu. Wir sind da auf jeden Fall ein bisschen am Vorbereiten, aber jetzt erstmal die harten Fakten. Also 158 Videos, haben es tatsächlich mal geschafft, ein ganzes Jahr lang wie geplant die Videos zu bringen. Haben in Summe 28,5 Millionen Aufrufe erzielt. Ist auf jeden Fall eine Zahl, auf die man stolz sein kann. Ist wie im Vorjahr ungefähr. Das heißt, wir sind jetzt nicht großartig gewachsen. Aber es ist immerhin konstant. Das ist auch schon mal ein Punkt. Jetzt ein Punkt, wo ich dann umso mehr darauf stolz bin. Wir haben es geschafft, 8 Millionen Stunden Wiedergabezeit zu erzeugen. Das heißt, ihr da draußen, deswegen geht nämlich dieser fette Dank jetzt auch an euch, habt 8 Millionen Stunden zugeguckt in einem Jahr. Das ist ungefähr genauso wie im Jahr davor. Das ist schon krass. Das ist viel. So, die Zahl sagt euch jetzt einfach erstmal gar nichts, außer dass es utopisch viel aussieht. Deswegen breche ich das Ganze jetzt nochmal runter für euch, dann wird es nämlich interessanter. Das heißt, das sind 17 Minuten für jeden Aufruf. Das ist wiederum eine Zahl, wenn ihr jetzt in Relation Aufrufe zu Wiedergabezeit seht. Wir haben zwar in Anführungsstrichen nur 28 Millionen Aufrufe, aber einer von diesem Aufruf waren 17 Minuten unseren Content reinziehen. Was ich schon viel finde. Ja. Verdammt viel. Weil 17 Minuten wirklich aktiv vor YouTube sitzen und sich ein Video reinziehen, zeigt uns einfach, dass ihr es zu schätzen wisst, was wir hier machen. Ihr inhaliert regelrecht diesen Content und findet es halt einfach cool, was wir machen. Jetzt, wenn ich richtig hochrechne, angenommen, einer von euch hat wirklich alle Videos durchgeguckt mit 17 Minuten Wiedergabezeit im Durchschnitt. Klar gibt es manche Leute, die nicht jedes Video geguckt haben. Es gibt aber auch genauso Leute, die 2, 3, 4 Aufrufe in Summe hatten. Egal, bleiben wir dabei. Jeder von euch hat das Video einmal gesehen und dafür jedes gesehen. Dann habt ihr in Summe 2700 Minuten Video geguckt. Das sind 45 Stunden. Das heißt, 2 ganze Tage durchgehend von einem Jahr nur die PK-Videos auf YouTube geguckt. Das ist ordentlich. Das finde ich dann wiederum wirklich viel, wenn man so viel von seinem Leben opfert, um hier zuzugucken. Und da muss ich auf jeden Fall auch einfach mal wirklich von ganzem Herzen vielen, vielen Dank sagen, weil man darf immer nicht vergessen, wir machen das Ganze schon natürlich für euch, natürlich auch für uns, aber wir wären nichts, wenn ihr es euch nicht so lange angucken würdet. Das muss man einfach mal so sagen. Und genau das motiviert einen immer wieder, wenn ich dann in die Analytics reingucke und halt einfach sehe, dass es nach wie vor so ist, dass ihr diese teilweise exorbitant langen Videos immer noch inhaliert und sogar noch runterschreibt, ey, warum habt ihr das Video nicht noch länger gemacht? Da muss ich wirklich sagen, Respekt, das ehrt uns sehr, dass ihr nach wie vor so am Ball bleibt, egal welches Thema das ist, weil man sieht bei uns auch, dass wir, was die Aufrufe angeht, halt einfach konstant sind.
Da sind jetzt keine Videos zwischen, die auf einmal ein paar Millionen Aufrufe haben, sind aber auch keine Videos zwischen, die nur 10.000 Aufrufe haben, sondern wir sind wirklich konstant. Und das ist schon, ich denke mal, da können wir schon auf jeden Fall stolz drauf sein. Weil 2 Tage pro Jahr für unseren Channel investieren, ich glaube schon, das ist vieles. Ja, vor allem durchgucken, ne? Das ist ja am Stück. Genau, ohne Schlafen, ohne alles. Das heißt, wenn man jetzt rechnet, 8 Stunden schlafen, bist du schon bei 3 Tagen, die du durchguckst. Ne? Ja. Und so viele Tage hat so ein Jahr ja auch nicht bekanntlich. Ne? Mhm. Und vergeht ja immer schneller, wie wir ja feststellen. Genau, haben. So. Wahrscheinlich vergeht es immer schneller, wenn man so viel geilen Content auf YouTube sehr anguckt. Naja. So, und dann kommt der letzte Punkt noch, dass ich nach wie vor versuche, den Content so zu gestalten, dass wenn ich ihn selber gucken würde, ich danach nicht enttäuscht wäre, dass, warum habe ich jetzt gerade 20 Minuten dafür verschwendet? Ja. Also ich glaube nach wie vor, also ich selber erwische mich ja immer wieder dabei, dass ich während eines Videodrehs danach wirklich sage, boah, jetzt habe ich selber gerade nochmal wieder was gelernt, habe schon viel gemacht, aber das Gespräch war jetzt gerade technisch wieder so interessant, dass ich einfach weiß, dass der Content am Ende sich durchsetzen wird. Wir natürlich damit nicht Millionen von Aufrufe generieren, aber das wollen wir einfach auch gar nicht, sondern wir wollen einfach nur genau diese Technikliebe an euch weitergeben. Wir haben in dem Jahr 44.000 Abonnenten zugelegt, ist jetzt auch nicht so viel. Also klar, 44.000 Abonnenten ist immer in einem Fußballstadion voll, ist jetzt auch nicht wenig. Ja, geht. So, aber mit Sicherheit wird es andere Leute geben, die viel, viel mehr zulegen und so weiter. Ist aber auch der Punkt, wir wollen ja gar nicht durch irgendwelche Spielereien Abonnenten generieren, die am Ende uns nichts bringen, sondern wir wollen halt einfach genau euch, die wirklich konstant zuschauen, die sich jedes Video reinziehen, auf die ich zählen kann. Weil man muss wirklich sagen, wir haben eine in Anführungsstrichen Content-Garantie. Das heißt, egal welches Video ich mache, natürlich entscheide ich im Vorfeld, ob der Content passt oder nicht, ist es nie so, dass auf einmal, bumm, gar keine Aufrufe drauf sind. Das ist ja definitiv auch was wert, also da seid ihr was wert, dass ihr dann auch so treu an die Sache rangeht, dass ihr nicht sagt, boah, der Content interessiert mich gar nicht, ich klicke es erst gar nicht an. Es sind immer ein paar Leute dabei, aber der Großteil zieht sich einfach alles rein. Und da bin ich auf jeden Fall wirklich, wirklich mega stolz drauf. Und dementsprechend ist es natürlich auch schwer, auf diesem Level, wir haben halt nur mal 300.000 Abonnenten, noch zusätzliche Abonnenten aufzubauen. Und deswegen 44.000 passt auf jeden Fall. Weil ich denke, dass wir diese Abonnenten, die wir dazu gewinnen, die gewinnen wir auf jeden Fall auf verschiedensten Bereichen. Sei es Rennstrecke, sei es irgendwelche Technik-Freaks, sei es jetzt BMW-Jungs. Also ich glaube schon, dass die Mischung am Ende echt cool ist. Ja. Unser Ziel war es für dieses Jahr, um natürlich auch ein bisschen neuen Spirit reinzubringen. Weil wie sagt man so schön, Stillstand heißt Rückstand. Das heißt, man muss natürlich immer weitermachen. Deswegen hatten wir uns 2 Sachen überlegt. Einmal war das unsere Technikon-Reihe. Das waren tendenziell eher die Aufrufe schwachen Videos. Was ich allerdings vollkommen verstehen kann, weil das ist wirklich nur Technik erklärt, nur Details. Und das ist wirklich für so die richtigen Technikliebhaber. Die haben halt entweder Bock drauf oder haben keinen Bock drauf. Bin ich auch 0,0 böse drum, dass es natürlich nicht jeden interessiert. Aber selbst diese Videos entwickeln sich. Man sieht da definitiv mit der Zeit eine Steigerung drin. Und was da halt auch krass ist, die Watchtime ist halt wirklich extrem hoch. Also die Leute, die sich angucken, die sind halt auch wirklich krass am Ball. Und jetzt kommt auch noch ein Punkt dazu. Witzigerweise, Essen Motorshow, komme ich später drauf. Den meisten Zuspruch, den ich bekommen habe. Der erste Punkt war, boah Philipp, ist geil, dass du das echt durchgezogen hast und immer gesagt hast, erste Event wird Limo wieder stehen. Genau so war es. Und die zweite Sache war, dass wirklich ganz viele Leute, sowohl jung als auch alt, angekommen sind und diese Technikon-Reihe gerade richtig gut finden. Weil es halt wirklich gezielt auf einen Aspekt 20 Minuten Technik ist. Fand ich richtig, also das tut dann auch so richtig gut, wenn die Leute wirklich ankommen und halt auch sowas einfach mal cool finden. Eine zweite Sache, die wir uns gegen Ende des Videos überlegt hatten, als wir unser Team um Kevin noch erweitert hatten, sind mittlerweile zu dritt, Maxi, René und Kevin im Media-Team. Da hatten wir uns überlegt, da jetzt ein bisschen Zeit war, in Anführungsstrichen, dass wir mal etwas ganz anders machen. Jetzt habe ich auf dem Bilsterberg Max kennengelernt und irgendwie schwebte uns auf einmal ein BMW-Projekt vor. Das heißt, wir haben diesen E46 M3 gebaut. Und das Problem war, das war noch nicht so unser Hauptbusiness, etwas über Wochen zu filmen und währenddessen das Material erst aufzuarbeiten und später online zu stellen. Wir hatten natürlich wieder nur ein Ziel, das Auto musste bis zur Essen Motorshow fertig werden. Da gehen wir erstmal gar nicht drauf ein heute, das hat damit nichts zu tun. Das seht ihr 1:1 in den Videos, das war schon wirklich die Hölle. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben uns definitiv ein bisschen überschätzt bzw. den Aufwand unterschätzt, was später die Videoaufarbeitung angeht, wenn man mal einen neuen Stil reinbringen will. Wir wollten jetzt nicht, weil ganz viele Kommentare waren, das ist relativ ähnlich wie Grip. Natürlich ist es ähnlich wie Grip. Es ist aber mehr so ein ganz normaler Doku-Style.
den wir einfach mal reinbringen wollten, um einfach mal zu gucken, wie es bei euch ankommt. Der Aufwand ist wirklich brutal. Also ich sage mal jetzt, im Schnitt brauchen wir für ein normales Video, wie es ihr, wie die ganzen Videos, die bei uns auf dem Channel sind. Was hast du, Maxi? 5 bis 8 Stunden. Ja, kommt im Endeffekt auf die Videolänge an und was wir da so mit reinbringen, was cinematisch und sowas angeht. Aber ja, passt. Also, 5 bis 8 Stunden. Ja. Eine Folge von dieser BMW-Videoreihe würde ich sagen, Minimum 30 bis 50 Stunden. Ja, ist halt so eine Arbeitswoche auf jeden Fall. So, also 30 bis 50 Stunden geht locker in so eine Folge rein. Ich finde, der Aufwand lohnt sich definitiv. Weil wenn ich selber etwas gucke und schon merke, boah, das guckt sich irgendwie richtig cool, dann ist das für uns einfach, wir machen das Ganze jetzt auch 3,5 Jahre und da ist es halt einfach auch mal cool, wenn man mal was Neues was macht, was Erfrischendes macht. Ich würde es auf gar keinen Fall für jedes Video machen, schaffen wir gar nicht. Müssten wir hier noch ein paar Quadratmeter ranbauen und noch Leute einstellen und so weiter. Aber krass ist halt, wie wir uns auch von Folge zu Folge steigern. Mit diesem Video müsste Folge 3 online sein und ihr könnt euch auf jeden Fall darauf freuen, da kommt noch jede Menge, wird auch von Folge zu Folge besser. Und dann ist ja auch das Coole, wenn dieser Aufbau von dem Auto erstmal vorbei ist, dann kommt ja eigentlich erst der richtige Content mit dem BMW. Auf jeden Fall freut es uns, das ganze Team an der Stelle auf jeden Fall, dass die Videos dann doch so positiv ankommen. Und es waren wirklich extrem viele Kommentare, die geschrieben haben, dass es feiern, dass einfach die Art und Weise des Videos mal ein bisschen anders ist. Natürlich ist es dann immer schwierig, dass man eine Woche warten muss auf das nächste Video. Aber Vorfreude ist die schönste Freude. Das gehört halt einfach dazu, dass da dass man eine Woche Pause hat. Weil ich sag mal, eine Woche ist ja auch definitiv immer eine gesunde Länge. Wo wir gerade dabei sind, ja, ein weiteres Highlight für mich dieses Jahr war definitiv, dass hier oben unsere Büros fertig geworden sind. Dass wir endlich mal vernünftig Platz zum Filmen haben, dass wir vernünftig Platz zum Arbeiten haben. Ich denke mal, das merkt man uns definitiv auch an. Und das wird sich auch in der Qualität generell widerspiegeln. Das war so eins meiner Highlights. Ja, ist entspannter hier. So, nein, man fühlt sich einfach... Also ich, ja, es ist wohlfühlenderes Arbeiten. Ich erwische mich selber, wie ich jetzt noch mehr Stunden hier bin. Und ich bin wirklich viele Stunden hier, weil egal ob Weihnachten, Silvester, egal welcher Feiertag, bis tief in die Nacht rein. Ihr seht es ja manchmal in den Instagram-Stories. Ist für mich einfach so das zweite Zuhause hier. Und dann ist es schon cool, wenn man eine vernünftige Anlage hat, mit der Mucke läuft und so weiter. Ja. Ich will gar nicht zu weit... Nee, ja, wir machen ganz am Ende nochmal ganz kurz die Projekte. Aber erstmal, was für mich dieses Jahr in diesem Video viel, viel wichtiger sind, die Events. Meine Highlights des Jahres. Es ging los, verspätet, Late Night, Lausitzring. War krass. Ein Tag durchgeregnet. Eigentlich waren alle nur in der Boxengasse und haben Bier getrunken. Gehört aber auch dazu, wenn es regnet. Zweiter Tag, kein Regen mehr. Wolken sind weggezogen. Am Ende Sonne. Ich kann euch immer nur wieder sagen, dieses Event, Viertelmeile im Sonnenuntergang, Boxengasse links, rechts, ist einfach, ja, mehr geht einfach nicht. Ja. Also was das angeht, als Zuschauer ist dieses Event einfach immer eine 1+. Auf der Tribüne sitzen, ein bisschen durchs Fahrerlager laufen. Einfach genial. Wirklich gut. Ja, hat sehr viel Spaß gemacht, waren auch sehr, sehr geile Autos da dieses Jahr. Ja, nächste Event, wo ich stolz drauf war, weil ich das in der Kürze der Zeit gewuppt habe, Bilster Berg. Wir haben viel gemacht dieses Jahr zusammen, die letzten 1,5 Jahre zusammen. Und dann kam Rolf auf mich zu und meinte, hier Philipp, was könnten wir mal für dich machen? Und mir kam so die Idee, vielleicht finden wir ja mal einen geeigneten Termin, dass ich all meine Kumpels, als auch meine, ich nenne sie jetzt einfach mal Gleichgesinnten, mal auf den Bilzer Berg einlade und wir dort einen Trackday machen. Somit haben wir dann unseren vorsichtig formuliert YouTuber-Trackday gemacht. Ich musste halt einfach auch Corona-bedingt und teilnehmerbedingt vor Ort, weil auf dem Bilzer Berg gibt es eine Limitierung, wie viele Autos überhaupt fahren dürfen, musste ich natürlich irgendwo einen Cut machen. Dieser Cut ist auf dem Bilster Berg bei 100 Personen. Jeder weiß es, der schon mal selber was veranstaltet hat. 100 Personen ist so wenig, dass wir natürlich, also ich konnte übertrieben gesagt noch nicht mal
meine engsten Jungs einladen, weil 100 Leute sind dementsprechend 50 Fahrzeuge plus Beifahrer, dann ist voll und dann ist halt auch voll auf dem Bilsterberg, was das angeht. Ich bin froh, dass es überhaupt realisierbar war. Aber man muss wirklich sagen, das Kaliber, was dann da hingekommen ist, auch an Reichweitenstärke, an der Stelle nochmal vielen Dank an euch, die ihr auch, also ihr habt ja auch darauf vertraut, wenn ich euch zu so einem Event einlade, dass es cool wird, weil bei jedem ist Zeit immer rar. Wenn dann einer ankommt und sagt, ey, komm doch mal zum Bilsterberg, ich mache da ein cooles Event, dann muss man ja auch ein gewisses Vertrauen mitbringen, dass so ein Event am Ende auch cool wird. Und ich denke, das habe ich auf jeden Fall in der Vergangenheit bewiesen, dass wenn ich solche Events mache, dass das in Summe immer cool wird. Und so war es auch. Dummtisch, mit einem Gelenkbus hingekommen, so crazy muss man erstmal überhaupt sein, mit einem Gelenkbus auf dem Schwertransporter zum Bilsterberg kommen, weil die Jungs wollten unbedingt mal mit dem Gelenkbus eine Runde auf Rennstrecke fahren. Haben sie geschafft. War wirklich, ich weiß einfach, dass es vor Ort jeder gefeiert hat. Tut mir leid, dass ich jetzt so ein bisschen über dieses Event schwärme und ihr nicht dabei sein konntet. Ihr habt natürlich den ganzen YouTube-Content bekommen, aber es geht halt immer nicht, weil wir reden sonst von Mengen von 50 oder 100.000 Leute, die am liebsten wahrscheinlich gekommen wären. Das funktioniert halt einfach in dem Moment nicht. Aber es war folgendermaßen, das Event ging ganz, wirklich ganz einfach locker flockig los. Jeder hat seine Startnummer bekommen, hat sein Bändchen bekommen, hat seinen Haftungsverzicht unterschrieben und bumm, fuhr der Linienbus vor und alle mussten einmal in den Bus rein, so wie es früher in der Schule war, nach der Schule. Und dann haben wir einmal einen Trackwalk zusammen gemacht, was wirklich mega geil war, weil der Moment, wo wir vor der Mausefalle aus dem Bus alle ausgestiegen sind, da sind alle sofort miteinander warm geworden. Das waren halt haufenweise Alpha-Tiere zusammen, die untereinander noch nicht so viel zu tun hatten. Aber in dem Moment mussten sie alle zusammen in diesen Bus rein und das hat die Runde halt extrem aufgelockert. Ne? Und da muss man halt wirklich sagen, ich will jetzt nicht nochmal alle durchgehen, aber ja, die Personen, die am Ende da waren, wie es stattgefunden hat, welcher Content am Ende dazu erzeugt wurde, das war schon, also das hat schon richtig Spaß gemacht. War schon richtig geil. Also war wirklich eine 1 plus das Ganze, es ist nichts passiert, alle haben sich an die Regeln gehalten. Alle haben untereinander kommuniziert und das war das Wichtigste, es haben einfach alle Spaß gehabt. Wenn alle Spaß haben, braucht man auch kein Bespaßungsprogramm drumherum, sondern alle haben einfach zusammen Spaß und fertig. Dann, was haben wir noch? Essen Motorshow. War natürlich für uns, wie immer, brutal viel Stress, weil wir fast alles selber machen. Das heißt, um euch einfach mal kurz zu erklären, wie bei uns so eine Essen Motorshow aussieht. Es geht los mit der ganzen Vorbereitung, Genehmigung, Bestellung, alles, was man so braucht. Das ganze Equipment zusammenstellen, Listen führen, ob auch alles da ist, weil wenn die Messe losgeht, muss es halt immer da sein. Dann müssen wir immer einmal mit dem LKW hinfahren, unseren Messecontainer hinbringen, weil der muss logischerweise als allererstes in der Halle stehen, bevor die ganzen Stände drumherum sind, weil dann der LKW nicht mehr rangieren kann in der Halle auf den engen Gängen. Dann fahren wir einmal hin, bauen das komplette Traversen-Zeugs auf. Das lagert alles bei uns hier in der Halle. Dann hängen wir die Traversen auf, da kommen die Lampen ran. An der Stelle vielen Dank nochmal an Luke, Firma Sturowerk, für diese geniale, dieses geile 13 Meter Alu-Styropor-Schild zu machen. Das war so eins meiner Highlights, als die das aus dem Bus ausgepackt haben, wie man mit so wenig Materialaufwand sowas Geiles erzeugen kann. Das war wirklich, also Luke, vielen, vielen Dank nochmal, das war wirklich mega. Dann haben wir alles aufgebaut, das war Tag 1. Dann wurde das von einem Messebauer unter die Decke gezogen und einmal gesichert. Und dann sind wir noch ein zweites Mal hin und haben quasi unseren Container verkleidet, Tresen aufgebaut, die ganzen Waren aufgebaut, die ganzen Autos hingebracht, die Curbs angebracht und so weiter. Und am Ende das Ganze natürlich noch abgebaut und am Ende vor Ort noch Ordnung gehalten mit den ganzen Klamotten und so weiter. Ist für uns schon immer Action, aber da muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich für ein Event im Jahr das alles machen würde, dann definitiv für die Essen Motorshow. Das sind einfach 10 Tage, die sind einfach unbeschreiblich. Es war halt, man hat es erst im letzten Jahr gemerkt, wo es keine Essen Motorshow gab. Es fehlt einfach was. Muss man einfach so sagen. Jeder, der selber schon mal auf der Essen Motorshow war, weiß, wenn die nicht stattfindet, ist das Jahr irgendwie nicht komplett. Es fehlt was. Und deswegen habe ich auch im Vorfeld
bestmöglich versucht, die Leute zu motivieren, sowohl dahin zu kommen, als auch die Aussteller auch mit am Start zu sein. Weil das ist halt, eine Messe ist auch ein Gemeinschaftsding. Ein Aussteller alleine bringt auf der Messe rein gar nichts. Es müssen alle an einem Strang ziehen, genauso auch die Zuschauer müssen alle an einem Strang ziehen. Und das hat wirklich hervorragend geklappt. Ich denke, da kann man wirklich stolz auf seine Tuning-Szene sein, weil die Zuschauerzahlen waren gut, die Ausstellerzahlen waren gut. Alle waren happy. Ich habe nichts Negatives gehört. Das Feedback bei uns am Stand war wirklich unbeschreiblich. Klar, natürlich jetzt nach 2 Jahren wolltet ihr natürlich alle die Limo sehen. Aber es war wirklich so, ich glaube, an dem einen Samstag stand ich von kurz vor 10 bis 17 Uhr durchgehend am Tresen, also wirklich durchgehend, weil die Schlange einfach nicht weniger wurde. Ja, ihr habt angestanden und wolltet halt teilweise wirklich einfach nur mal Danke sagen, dass das alles so geklappt hat, dass wir auf der Messe sind, dass das Auto am Start ist, dass es wieder fertig ist, Respekt gezeigt und so weiter. Und das sind so definitiv die Momente, wo man dann selber sagt, ich kann jetzt in diesem Moment auch nicht vom Stand weggehen, weil genau dafür machen wir das Ganze ja. Also das Ganze ist ja ein Geben und Nehmen. Wir leben von euch, das heißt, wir geben zurück. Und da, finde ich, ist einfach so eine Messe einfach perfekt für. Und deswegen muss man auch so eine Messe wirklich durchziehen und muss auch diesen Aufwand betreiben, auch wenn der Aufwand für so ein paar Tage eigentlich brutal ist. Aber deswegen an der Stelle nochmal alle, die auf der Essen Motor Show waren, vielen, vielen Dank. Falls der ein oder andere dabei war, der mich nicht erwischt hat, nächstes Jahr vielleicht, aber ich habe wirklich mein Bestes gegeben, um immer vor Ort zu sein. So, letzter Punkt, Event, wo ich mich im Nachgang geärgert habe folgendermaßen. Ich war eingeladen zu dem GRIP Promi-Card Event. Promi-Kartenmaster, so hieß es eigentlich. Ich hatte eigentlich eine Erlaubnis, vor Ort ein bisschen Content zu createn. Das heißt, ich hätte euch mitnehmen können und ich hätte euch das Ganze mal ein bisschen zeigen können. War für mich persönlich auch die erste TV-Live-Show. Habe sowas auch noch nicht mitgemacht. War mir nicht sicher, wie das Ganze wird. Während des Events habe ich mir doch gedacht, boah, hättest du jetzt einen Kameramann mit, hätte man schon coolen Content erzeugen können. Weil es war wirklich vor Ort noch viel, viel, viel spannender, als es im Fernsehen rüberkam. Erstmal war es eine komplett neue, also auch für mich komplett neu, mal so das ein oder andere bekannte Gesicht aus dem TV dort sowohl live im TV vor einmal zu sehen, als auch hinter den Kulissen zu sehen. Durchweg positiv. Also ich bin wirklich mit einem extrem positiven Gefühl am Ende rausgegangen. Das war schon mal mega. Die ganze Orga um das Event war mega, dafür, dass es wirklich live im Fernsehen ist. Und wir, die GRIP-Moderatoren, waren halt eingeladen, um unser Team zu coachen. Also zu coachen im Sinne von als Profi, das Team maximal schnell zu machen. Ja, und somit habe ich es mir halt als Ziel gemacht gehabt, mein Team maximal gut zu coachen. Und ich denke, alle, die es gesehen haben, habe ich da auch einen ganz guten Job gemacht. War auch extrem ehrgeizig, was das angeht. Habe sogar in der Nacht vom ersten zum zweiten Tag mir nochmal die Strecke aufgezeichnet, habe nochmal die Ideallinie aufgezeichnet, dass ich Lukas und Joey wirklich dauerhaft immer wieder sagen konnte, hier müsst ihr langfahren, da langfahren, achtet darauf, 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 darauf. Und umso stolzer hat es mich natürlich dann am Ende darauf gemacht, dass ich das Ding gewinnen konnte, weil es war halt Kartfahren, das heißt gleiche Bedingungen für alle. Keiner hatte ein besseres oder ein schlechteres Kart, weil die Karts waren tatsächlich durchgemischt. Also nach jedem Rennen wurden die Karts an den Seiten Aufkleber runter, nächste drauf, weil es gab alleine auch nicht genug Karts für alle Teams. Das heißt, es kann wirklich sein, dass jeder, selbst wenn du mal ein besseres Kart hattest, kann sein, dass du beim nächsten Mal ein schlechteres hattest. Also das war wirklich cool. Und das war schon definitiv ein cooler Moment dieses Jahr, dass ich mal zeigen konnte, wie schnell ich dann doch eigentlich bin. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen überheblich, aber jetzt war es halt leider so, ich hatte ja auch schon so ein bisschen den Namen weg, dass ich immer die Autos kaputt mache. Was natürlich Quatsch ist, weil das ist einfach bei solchen TV-Drehs immer Pech. Und man darf halt bei diesen TV-Drehs auch immer nicht vergessen, ihr habt dort nicht 100 Versuche. Das heißt, dort für eine schnelle Runde als Beispiel hat man genau einen einzigen Versuch. Wenn dieser Versuch nicht sitzt, Pech. Und das war halt beim Kartfahren extrem cool. Es war halt wirklich live und das hat gut funktioniert. So, sonst noch unser neuer Online-Shop alus.com. Ist live. An der Stelle nochmal danke Maxi und Joni für den ganzen Aufwand. Ja, ein bisschen geht da noch. Ein bisschen geht noch, aber er ist zumindest funktionsfähig schon mal online. Ja, und man kann Sachen bestellen. Man kann Sachen bestellen. Sieht geil aus, ist frisch, modern und so weiter. Da muss ich wirklich sagen, vielen, vielen Dank. Gerne. Und mal gucken, was wir da noch so rausholen können. Eine Sache kann ich schon mal verraten. Im Februar und März kommt noch eine Klamottenkollektion. Ich war von keiner Kollektion am Anfang schon so begeistert. Weil die ist so krass autolastig und einfach so perfekt passend zu mir. Das wird richtig gut. Nichts Wildes, ganz einfach, aber wirklich on point. Einfach geil. Größte Problem für mich dieses Jahr war meine aktuelle Schraubersituation. Ich habe eine verhältnismäßig kleine Halle,
habe eine weitere Werkstatt hier zu Hause, ich sag schon zur Firma zu Hause, hier, habe alles verteilt auf verschiedenste Garagen, funktioniert so einfach nicht, ich verliere einfach zu viel Zeit zwischen den Projekten, ich brauche einfach alle Projekte in einer Halle mit einer vernünftig coolen Umgebung, ich brauche überall das gleiche Werkzeug, jetzt ist es so, jetzt baue ich heute einen Kahlbaum hier, morgen einen Kahlbaum da, dann habe ich die Krimpzange hier, den Schrumpfschlauch da, da verliere ich einfach zu viel Zeit. Das heißt, ein großes Projekt für Anfang 2022 ist definitiv, ich brauche eine neue Halle. Da ist schon was in der Mache, da könnt ihr euch auf Content freuen, das wird auf jeden Fall auch gut. Das wird uns zusammen auch massiv nach vorne bringen, weil wir dann definitiv die Sache angehen können, die ich vorhin sagte. Wir versuchen so ein bisschen mehr am Auto zu streamen und genauso können wir auch die Videos wieder ein bisschen schrauberlastiger werden lassen. Würde ich natürlich lieb gerne, weil es für mich natürlich der einfachere Content ist, euch einfach beim Schrauben mitzunehmen. Aber ging bisher halt einfach nicht, weil wenn es zu sehr nach Chaos angeht, ich weiß, euch ist es ganz egal, wie es aussieht, aber man selber will natürlich auch im allergrößten Chaos jetzt nicht filmen. Geht auch teilweise nicht, weil wenn meine Kamerajungs dann rückwärts über die Sachen stolpern und auf der Fresse liegen, ist das auch nicht Sinn und Zweck. Ja. Das heißt, da wird auf jeden Fall noch was kommen. Boah, jetzt haben wir so viel zusammen, dass wir, glaube ich, eigentlich gar nicht groß über die Projekte reden brauchen, weil wir haben so viele Videos über die Projekte gemacht. Abschließend kann ich einfach nur sagen, Lambo, fragen viele, wann es da weitergeht. Das Projekt wird definitiv erst weitergehen, wenn Limo und Abarth fertig sind. Das heißt, Limo und Abarth aktuell Projekte Nummer 1. Die beiden werden fertig gemacht. Dann geht es weiter mit dem Lambo. Natürlich geht es mit dem Lambo dann auch bei Subi, bei Andi weiter. Und ihr könnt euch auf jeden Fall wieder Content mit jede Menge Espresso und Keksen freuen. Jawohl. So, ein Projekt ist nicht vergessen, werde ich auf jeden Fall machen. Weitere Sachen, Limo Abarth muss Anfang 2022 fahren. Allerspätestens Wörthersee, Saison geht los, Bilzerberg und so weiter. Mein persönliches Ziel, dass diese beiden Fahrzeuge fertig sind, sehe ich auch als definitiv realistisch. Abarth nur noch ein bisschen Kabelbaum, Limo nur noch ein bisschen Technik. Ja, nur noch. Ja, klar. Das ist allerdings Technik, die Spaß macht. Oma Golf, muss ich ehrlich sagen, gibt es jetzt doch nochmal wieder ein kleines Upgrade. Direkt im Januar schon. Ah, sowas aber auch. Könnt ihr euch nochmal freuen. Ich sage, diese 301 auf einer halben Meile waren noch nicht Ende der Fahnenstange. Upgrade heißt, das Auto bleibt optisch genauso, wie es ist. Ihr werdet gar nichts anderes sehen. Aber wir greifen genau da an, wo man nochmal angreifen kann, um nochmal ein paar km zu holen. Da könnt ihr euch drauf freuen. X-Bow wird gerade umgerüstet auf ein bisschen Slicks, Uniball-Lager und so weiter. Da wird es ein bisschen Rennstrecken-Content geben. Zumindest Rennstrecken-Feeling für mich. Ich werde auf diesem Auto weiter fahren üben. Mal gucken, was wir da an Content rausmachen. So formuliere ich es. Wollen wir noch was vergessen? Ja, BMW, weiß nicht. Ah ja, BMW. BMW ist so eine Sache. Das Auto ist leider, wer es auf der Messe gesehen hat, viel, viel, viel zu gut für jegliche Schandtaten geworden. Deswegen kann ich euch noch nicht versprechen, was mit diesem Projekt wird. Es wird für immer mein Projekt bleiben. Wir werden noch jede Menge Content mitmachen. Aber ich weiß noch nicht, schruppen wir das Ding als Sauger ein bisschen über die Rennstrecken. Vielleicht Kompressor, vielleicht Turbo, vielleicht einfach nur genießen, kein Plan. Mal gucken, was das Jahr so mit sich bringt. Dann versuche ich auf jeden Fall, wenn sich diese Hallensituation gebessert hat, versuche ich zwei Projekte anzugehen dieses Jahr. Polo, habe ich jetzt endlich ein Konzept für, was ich richtig geil finde, also Brutus. Und genauso auch den Strich 8, da haben auch viele gefragt. Habe ich jetzt auch ein Konzept zu, beziehungsweise ich habe jetzt auch die passenden Firmen, die mir da einfach so sehr unter die Arme greifen, dass es Spaß macht, diese Projekte anzugehen. Allerdings auch mit aller Ruhe, Abarth Limo Prio 1 und alles Weitere wird sich übers Jahr entwickeln. Achso, ja, und natürlich Marius Golf. Da werden wir natürlich auch, der muss Anfang des Jahres genauso fahren. Da ist Ende des Liedes noch nicht geschrieben, welche Technik da wie jetzt wo reinwandert. Aber das Ding wird leider auch so perfekt, dass ich gespannt bin, ob Marius am Ende noch bereit ist, damit über den Flugplatz zu fliegen. Doch Show und Scheinhalle vielleicht. So, vielleicht doch eher Show und Schein, alles Chrom. Nee, also da... Also ihr könnt euch auf jeden Fall, ich hoffe, ihr könnt euch dieses Jahr, nächstes Jahr auf jede Menge Content freuen, der wieder ein bisschen mehr, ich sag jetzt mal Action und Adventure ist und ein bisschen weniger nur Technik-Talk. Ging dieses Jahr einfach nicht, weil die ganzen Autos noch nicht fertig waren, aber nächstes Jahr könnt ihr euch darauf freuen, dass da wieder mehr gefahren wird. Da wird geballert. Hoffentlich. Also ich würde sagen, vielen, vielen Dank an euch da draußen. Für dieses geniale Jahr, war in meinen Augen das erfolgreichste Jahr überhaupt. Hat mega Spaß gemacht, ich war durchgehend motiviert, bin motivierter als je zuvor. Genauso alle, die zugucken, vielen, vielen Dank an mein ganzes Team. Egal, ob es jetzt seitens Media ist, egal, ob es die Leute sind, die mir im Alltag einfach jeden Tag helfen.
Jeden einzelnen von euch weiß ich auch zu schätzen. Ihr könnt jederzeit zu mir ankommen. Ich werde euch jederzeit helfen. Ich denke mal, das ist auch der Grund, warum ich so viel Hilfe zurückbekomme. Ihr wart alle ein großer Teil von diesem genialen Jahr. Ich würde sagen, das war 2021 und 2022 lassen wir es so richtig krachen. Yes. Danke fürs Zuschauen und guten Rutsch.